Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Freitagmittag. Zurück hier bei D-Ray Rally und mit mir, dem Deadhead, auf diesem Kanal. Und ja, wir machen dann mal weiter. Wir haben ja beim letzten Mal unseren Zugschein gemacht. Das fällt mir gerade auf. Ich habe eine ganz wichtige Sache vergessen. So. Und ja, unseren Zugschein gemacht und unseren ersten Auftrag gemacht hier zum Hafen. Da unten rechts. Warte mal, wie ging das nochmal? Alt. So. Hier unten. Und haben jetzt einen Auftrag. Ups. Nach Food Factory Town. 45 Minuten. 54 Minuten haben wir Zeit dazu. Bringt nur 5000. Bisschen wenig, weil es nur vier Container sind. Aber die sind halt auch leer. Und man soll ja alles mal ausprobiert haben. Ich hoffe, die Musik ist in Korrelation mit meiner Stimme und dem Spiel gleich jetzt vernünftig eingestellt. Ist bei dem Spiel für mich immer noch so eine kleine Herausforderung mit dem Sound. Waren wir denn da? Goods Factory Town? Food Factory Town. Das ist da ganz oben. Und da wollen wir dann natürlich jetzt auch hin. Bin mir nur noch nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich will. Und zwar fahren wir im Prinzip einmal hier wieder zurück, hier dann lang, hier hoch, da lang. Dann müssen wir einmal diese Schleife fahren und dann wieder hier hin. Wir sind gespannt. Es sind ja zum Glück nur leere Container. Aber ich bin diese Strecke noch nie im Leben gefahren. Das wird nochmal eine ganz besondere Herausforderung. So, der Auftrag ist noch nicht eingelöst. Aber ich habe hier schon mal alles soweit angekuppelt. Und dann werden wir einfach mal schauen. Verdammt. Das sollte während der Fahrt vielleicht nicht passieren. Ganz wichtig, Hupe geht. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Ansonsten kann man wirklich einfach nicht losfahren. So, das müsste ja eigentlich alles noch richtig eingestellt sein. Bremse hatte ich gelöst. Ja, das funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Bin ja schon mal gespannt oder schon sehr gespannt auf die nächsten paar Updates. Tag- und Nachtwechsel sollen kommen. Dass man sich über sowas wie über Tag- und Nachtwechsel freuen kann, ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja, wir fahren jetzt nach da vorne, lösen unseren Auftrag dann ein und werden dann mal schauen. Ich bin nur zu voll zum Laufen. Na, okay, da geht die Parkplatztextur noch mit in die Gleise, aber hat keiner gesehen. Das werden wir ja irgendwie hinbekommen.
welche da vorne ist auch richtig gestellt, ist richtig gestellt. Die auch und die auch. Laufen, laufen, laufen. Schon mal schnell den Auftrag in die Hand nehmen. Und schnell zurücklaufen. Das nennt man dann bei den Eisenbahnern einen Drive-by. Zack! Ah, nein! Oh Gott, bin ich auf der anderen Seite wieder runtergefallen. So. Tada! So, weiter geht's. Tschüss! Na, dann wollen wir mal zusehen. Ja. Nom, nom. D3-0. Müssen wir gerade was gucken. Mir ist es nämlich tatsächlich schon mal aufgefallen. Dass, wenn man den Auftrag hat und die Anhänger benutzt, die da stehen, sich die Auftragsnummer geändert haben. Und dann hatte ich nämlich die falschen Waggons dabei. CF. Nein, nein, sind die richtigen. Alles klar. Nicht, dass ich den falschen, die falschen IOPIs mit habe. Das wäre echt blöd. Ich habe nämlich gerade tatsächlich nicht mehr aufs Gleis geachtet. So, Food Factory Town. Food Factory Town, yes, das ist das da oben. Und da müssen wir auf C61. Und das ist Food Factory Farm da. Von wo kommen wir eigentlich? Wir kommen von... Norden? Würde ich jetzt mal behaupten. Nordost? Da ist C. Also wir müssen nur gerade durch. C... Und dann nur. Wow. Also, geradeaus, rechts und die erste wieder links. Ja, das kriegen wir hin. Ich werde sowieso, bevor wenn wir da ankommen, noch 5 Millionen mal nachschauen. Bin bei sowas immer so mega unsicher. Naja, werden wir mal sehen. Wie gesagt, ich bin die Strecke halt auch noch nicht gefahren. Ich war auch tatsächlich noch nie bei der Food Factory. Immer ein erstes Mal. Und dann werden wir halt einfach mal schauen, was uns so erwartet. Und natürlich auch nochmal vielen, vielen lieben Dank an all die Leute, die fleißig kommentiert haben. Für die tollen Tipps und Hinweise. Es hat mir teilweise sehr geholfen.
Und auch für die Leute, die es interessiert, ihr könnt gerne meiner Steam Community Group beitreten. Das ist auf meiner YouTube-Seite, könnt ihr oben, ist in dem Banner rechts in der Ecke das Steam-Symbol abgebildet. Einfach eben draufklicken, ist da verlinkt. Könnt ihr gerne beitreten, dort gibt es Ankündigungen, Infos. Können wir auch gerne miteinander kommunizieren, alles kein Problem. Für die Leute, die es interessiert. Kleiner Hinweis ist, ich werde dort nicht alles ankündigen, weil viele von den Sachen, wie zum Beispiel jetzt auch dieser Stream hier, tatsächlich sehr spontan passiert sind, weil tatsächlich eine Tour von mir ausgefallen ist und ich deswegen jetzt hier sitze. So, aber kommen wir wieder zurück zum Geschäft, denn nichts ist so schön wie das schöne Geschäft. Und sieht alles eigentlich ganz gut aus. Ich bezweifle, dass der Sprit bis da oben reicht irgendwie. Ah, die Weiche ist richtig gestellt. Sehr gut. Ja, schneller als 40, das ist ja ein Traum mit der Möhre hier. Wenn wir die Multiple Unit Lizenz haben, ja, wenn wir zwei antreiben können. Hallo, Chili! Lass mich raten, du bist wieder fleißig bei Entlisted. Schon schön hier, ne? Also ich bin ja beim letzten Mal hierher gefahren, da fand ich das schon schön. Jetzt finde ich es irgendwie noch schöner. So, wir müssen jetzt erstmal hier hoch und dann müssen wir rechts. Da muss ich die Weiche stellen, weil wir sind ja beim letzten Mal von der anderen Seite gekommen. Nein, das geht nicht. Ich habe mich kaputt gemacht, ich kann nicht mehr schnell gehen. Und dann freuen wir uns doch einfach, dass das einigermaßen funktioniert. So, zack. Hast du denn mittlerweile deinen Panzer zusammen, ja? Oh, jetzt fahren wir über diese schöne Brücke. Na, die andere Seite ist schöner. Herrlich. Ehrlich. Das freut mich. Das freut mich. Vielleicht hast du ja mittlerweile herausgefunden, wie man das Zweibein benutzen kann. Am meisten Schiss habe ich tatsächlich vor diesem Streckenabschnitt hier. Weil da sind rechts Berge, das heißt, es könnte bergauf gehen und dafür ist diese Lok einfach nicht ausgelegt. Ums Verrecken nicht. Ist ja eine Rangierlok eigentlich. Dementsprechend. Mir hat letztes Mal jemand im Stream gesagt, eine Diesel-Elektro-Rangierlokomotive
irgendwie so. Oh, wir fahren 30. Was stand auf dem Schild? Ich fühle mich gerade wie beim Autofahren. Da fragt man sich auch immer erst im Nachhinein, was stand auf dem Schild? Aber ihr müsst zugeben, es sieht halt schon ziemlich cool aus. Also klar, es ist jetzt kein Grafikwunder, aber hier so mit der Lok lang zu fahren, hier mal mit so einem richtig langen Zug lang zu fahren, weißt du, wenn man hier vorne um die Kurve fährt, dass da noch Waggons da hinten aus dem Tunnel rauskommen. Hätte was. Und wenn die Dampflokomotive nicht so anstrengend wäre, könnte man das auch mit der machen. Aber ich glaube, das ist halt wirklich so ein Hardcore-VR-Modell, weil... Nee. Nein, einfach nein. Tunnel, Tunnel, und ihr wisst, was das heißt. Macht das eigentlich einen Unterschied? Hört sich das irgendwie anders an? Nein, 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 nein. Ja, dann ist Polen offen, oder wie, wenn du den reinnimmst. Ja, ich werde mich da heute auch nochmal zu breitschlagen lassen, bestimmt. Heute steht tatsächlich ziemlich viel auf der Liste. Oh Leute, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, ganz am Anfang von dem Spiel. Ja, ich glaube, da habe ich es mir gerade gekauft. Deswegen habe ich es mir so lange nicht angeguckt. Da gab es hier noch keine Geschwindigkeitsschilder. Ja? Da bist du dann um jede Kurve gefahren mit so 20, weil du Schiss hattest, dass du rausfliegst, wenn du zu schnell fährst. So. Bist du Schild da? Zack. So. So, rechts. Oh, wir müssen definitiv spritsparender fahren. Oh je. Aber wir haben eine Steigung von 1,1. Aber zum Glück nur leere Waggons. Trotzdem 68 Tonnen plus die 64 Tonnen von den beiden Loks. 132 Tonnen ist schon nicht verkehrt, ne? Muss man halt... rechnen. Notfalls müssen wir halt die zweite Lok wenn wir gleich an den Weichen vorbei sind, gehe ich mal eben hinten rein und mache die aus, damit die nicht im Leerlauf. Mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe mich vertan, ne? Wir kommen da oben gar nicht rum. 9? Verdammt! Alle Maschinen halt! Schaut mal, wir kommen hier oben gar nicht rum. Wir hätten hier rum, also hier rumfahren müssen. Hier fahren wir jetzt nur einmal im Kreis. Oh oh. Oh oh. Nee, verdammt. Verdammt. Das heißt, wir müssen jetzt, lass mich kurz überlegen, hier zurück über die Steel Mill und dann hier hoch. Oilwell North vorbei. Du hast das O, O, O vergessen. Für jedes O sind es 50 Euro mehr. Und dann hier oben links.
Oh je, oh je. Upsa. Die ist ja noch auf neutral gestellt. Ach ja. Aber gut, dass wir das jetzt mitgekriegt haben und nicht erst, wenn ich da oben bei der Kreuzung bin. Das wäre ein bisschen spät. Ich sag, die Geschwindigkeit ist in Ordnung. Bremse. Diesmal fahren wir auch weit genug, ne? Nicht, dass uns das passiert wie beim ersten Mal, in dem ersten Stream. Wir dann die geteilte Lok hatten. Oh, Bremse lösen. Vorwärtsgang. Und beschleunigen. Du schaffst das, 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 du schaffst das doch nicht. Bergauf anfahren. Es ist immer wieder eine Freude. Also müssen wir doch über die Steel Mill fahren. Hab ich da die Weichen richtig gestellt? Müssen wir nachher auf jeden Fall drauf achten. Wäre blöd, wenn ich da mit Topspeed in so einen Waggon reinknacke. Gibt immer so hässliche Dellen. Hoffe ich mal, dass das mit dem Zeitbonus trotzdem passt. Das ist ein Schluckkäffchen hier. Ihr wisst, Kaffee kann Leben retten. Nicht meins, aber das von anderen Leuten, die mich nerven. Wenn ich nämlich noch keinen Kaffee habe, dann. Böse. Die Weiche ist richtig gestellt. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können jetzt in einem hoffentlich durchknacken. Ach, Leute. 13.000 haben wir. 30.000 brauchen wir. Dann haben wir zumindest schon mal die Möglichkeit, zwei Loks über eine zu steuern. Das ist, warte mal, kann man das von hier sehen? Hier dieser blaue Stecker da. Dafür brauchen wir die Multiple Unit Lizenz und dann geht das fit. Solange wir allerdings keine Lizenz gekauft haben, also es ist so, da muss ich mich dann auch nochmal bedanken bei dem. Lang, lang ist's her. Bei dem Schutt Rosting. Und zwar hat der mich darauf hingewiesen, dass wenn man am Anfang im Prinzip keine andere Lizenz hat, außer Shunting, man immer nur 100 Euro, Dollar, Dollar, ist es Dollar? 100 Dollar an Versicherungs- oder Wartungskosten bezahlt. Egal wie lange die Lok läuft oder sonstige Sachen. Danke dafür auf jeden Fall. Das ist sehr praktisch zu wissen. Da macht es tatsächlich am Anfang sogar Sinn, keine Lizenzen zu kaufen und dann erstmal so zu fahren, weil man halt eine ganze Menge Geld spart, anstatt dass man wirklich diese 7, 8, 9.000
für die Wartung bezahlen muss. Ist natürlich wieder was anderes, wenn man dann irgendwann genug Geld hat, um sich die manuelle Wartungslizenz zu kaufen. Da wird ja alles um 50% günstiger, wenn man das selber macht. Ah, mit leeren Waggons kann man wenigstens mal ein bisschen hier auf die Tube drücken. Und für alle, die sonst noch Interesse an irgendwelchen Spielen haben, zum Beispiel momentan im Epic Store, möchte ich nur eben erwähnen, das ist keine Werbung, nichts, sondern da gibt es momentan Star Wars Battlefront 2 kostenlos. Für die Leute, die es interessiert, lass mal ein bisschen rollen, um Sprit zu sparen. Geht ja bergab, glaube ich. Ja. Haben sich auch einige meiner Freunde und Bekannten schon dran bedient. Schönes Spiel, Kampagne kann ich auch empfehlen, tatsächlich. Bin ja sowas ja eher auf dem Einzelspieler fixiert, im Multiplayer. Ich bin nicht so talentiert, was Shooter angeht. So, und dann wollen wir natürlich unseren beiden Loks dann auch irgendwie mal einen Namen geben. Bin ich über eure Vorschläge, könnt ihr gerne dann bei YouTube in die Comments klatschen, wie wir unsere beiden Loks nennen wollen. Die werden uns ja erstmal noch eine ganze Weile begleiten. Normalerweise ist das hier so eine richtig schöne Highspeed-Strecke. Ganz richtig Rambazamba. Also mehr als die 40, die wir jetzt fahren. 120 dürfen wir. Das wird dann mit der DE6 ganz lustig. Können wir hier richtig schön langheizen. Ich muss nur daran denken, die Karte dann wieder einzupacken. Wäre blöd, wenn ich die vergesse. Und dann hoffen wir mal, dass wir trotzdem innerhalb der Zeit noch da oben ankommen, um den Zeitbonus einstreichen zu können. Ändert sich damit eigentlich die Seite? Nö, ne. Wir kommen ja immer noch von Nordwest. Nordost. Ja. Ja, ja, ja. Ich hoffe, bald kommt der Patch, der hier wieder eine schöne Frühling-Sommerlandschaft draus macht. Dieses Kahle hier, komme ich mir so ein bisschen postapokalyptisch vor. Das ist, sieht alles so trostlos aus, ein bisschen. Ist zwar schön mit dem Schnee, aber... Naja. Weiß nicht, wie... Das ist alles... nicht so schön. Sieht schöner aus, wenn das alles schön bewachsen ist. Und ich bete... Ich hoffe ja immer noch heimlich dafür, dass die Karte mal so ein bisschen belebter wird. Keine Ahnung. So ein paar Bambis, die hier rumjumpeln. Und vielleicht mal so die ein oder anderen Vögel am Himmel. Wäre mal ganz geil. Oder dass auch mal ein bisschen Betrieb an den Bahnhöfen ist. Jetzt nicht auf den Gleisen, sondern keine Ahnung, dass da so NPC-Autos durch die Gegend fahren oder ein paar Hyopais rumstehen oder laufen oder so. Wäre mal ganz cool. So, wir nähern uns der Weiche. Wir haben sportliche 45 auf dem Tacho. Ich kann tatsächlich nicht mal sagen, wie schnell wir gerade überhaupt fahren dürfen. Aber die Weiche ist richtig gestellt. 80! 80! In, oh, das kriegen wir hin. Da geht es...
Klappt alles. Ist jetzt wieder leicht bergauf. Mal schauen. So ein bisschen was von der Geschwindigkeit behalten. Das wäre schon ganz schön. Wo ist die Weiche? Da ist das nächste Temposchild. Ist immer noch 70. Mit dem Hinweis, dass wir bergab rollen. Minus 0, was? 0,9? Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Weiche ist richtig gestellt. Oh. Wieder Nullleistung. Sprit sparen. Sprit sparen. Ja, definitiv. Minus 1,1. Sehr gut. Ja, wir haben zum Glück noch unsere zweite kleine Lok hinten hinter uns, die noch ein bisschen, die ihre 32 Tonnen dazu einsetzt, dass wir noch ein bisschen Druck bekommen, ein bisschen schneller rollen. Wow. Nicht, dass sie unsere kleine Lok hier übernimmt. Sehr schön. Wo sind wir denn? Wo sind wir? Da. Oh, kurz vor der Steel Mill. Sehr gut, sehr gut. Die Weiche ist hoffentlich richtig gestellt, die jetzt gleich kommt. Und ich hoffe, dass die Weiche in der Steel Mill auch richtig gestellt ist. 70. Oh, oh, oh. Wir kommen ja sogar relativ gut an die 70 dran, du. Mal kurz die Bremse ein bisschen hier betätigen. Ja. Bist du richtig gestellt? Du bist richtig gestellt. Hervorragend. Hervorragend. Nochmal ein kleines Schlückchen Käffchen. Das nächste Schild ist langsamer Abstieg minus nochmal 50. Oh, 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 oh. So, wir nähern uns der Steel Mill. Aber wir werden jetzt mal ein bisschen weiter runterbremsen. Keine Lust jetzt, mich hier konsequent in einen Anhänger zu stürzen. So, wir müssen geradeaus. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist falsch. Das ist richtig. So. Und dann müssten wir da jetzt 1A durchfahren können. Und dann hoffen wir mal, dass wir die Bergstrecke schaffen. Da habe ich momentan noch am meisten Schiss vor, tatsächlich. Und erstmal hallo und herzlich willkommen, die neuen Zuschauer. Einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Und hoffe, ihr habt bis jetzt einen entspannten Tag gehabt und könnt den Rest des Tages und den Start ins Wochenende voll und ganz genießen. Hier stehen schon wieder so viele schöne Aufträge. Oh. Herrlich. So, hier vorne dürfte eigentlich auch alles richtig eingestellt sein. Na, wunderherrlich. Da hinten haben wir unsere erste Lok geklaut. Da steht auch noch der Waggon. Die Lok mit dem Waggon im Lokschuppen. Okay. Eigentlich sollte die nach dem Tutorial verschwinden. Aber man kann anscheinend nicht alles haben. So. Sprit, so, ein bisschen was über die Hälfte. Und da vorne haben wir unseren Blockschein gemacht. Lang, lang ist es her und die Weiche ist noch nicht gestellt. So, jetzt. Lang, lang ist es her.
Beim Start fühlt man sich wie im Knast, weil man kommt halt ohne das Tutorial auch nicht raus, weil irgendein Intelligenzbolzen Betonsperren vorne auf die Gleise gelegt hat. Sehr schön, sehr, sehr schön. So, jetzt geht's hier bergab, das heißt, wir können Leistung runternehmen und rollen lassen. So, schauen wir mal weiter. Wir fahren hier jetzt runter, geradeaus, links und dann wieder links. Sehr gut. Haben wir jetzt ein bisschen Zeit. Gucken wir mal ein bisschen auf die Geschwindigkeit. Oh, oh, oh. Geht ganz schön runter, hä? 70. Immer mal wieder kurz die Bremse öffnen. Also das Bremsventil. Bremse selber schließt sich ja. Ah, okay, wir sind wieder ebenerdig. Heißt, wir können jetzt ein bisschen Gas geben. Und wir schauen uns die Schemadarstellung von dem Dings nochmal an. Wir kommen jetzt von immer noch von Nordosten. Das war geradeaus, rechts, links. Und dann sind wir auf dem Gleis, auf dem wir müssen. Dann hoffen wir, dass wir das zeitlich schaffen. Also ich habe jetzt schon so die ein oder andere Stunde in diesem Spiel verbracht, aber ich war noch nie, also wirklich noch nie, da oben. Ich bin tatsächlich eigentlich immer nur entweder dahin gefahren, zur Machine Factory Town, oder Harbor, oder aber tatsächlich zu City SW. Wobei das teilweise sehr verwirrend ist, also die Gleisführung da unten in der Stadt ist, ja, doch. Wer das entworfen hat, gehört auch gekreuzigt. So, hier kommt der Part, wo ich schon ein paar Mal liegen geblieben bin, weil ich Intelligenzbolzen natürlich mir gedacht habe, ey, wenn die Lok 400 Tonnen schafft, dann schafft sie doch auch locker flockig mit Anlauf 500 Tonnen. Nein, schafft sie übrigens nicht. Spoiler-Alarm! Deswegen habe ich meistens nie Aufträge nach hier oben angenommen, weil ich es immer nie geschafft habe, den Berg hochzufahren. Oder war das die Strecke? Bin mir gerade tatsächlich nicht sicher. Wir müssen auch irgendwann mal gucken, was das da ist. Also das soll angeblich unser Zuhause sein. Ich war da aber noch nie, weil ich noch nie zum Forest Central gefahren bin. Versuch, mach klug. Werden wir irgendwann mal in Angriff nehmen. 40. Sprit. Sieht gut aus. Hitze. Sieht auch gut aus. Und jetzt mal ohne Flachs. Wenn das hier alles bewachsen ist, sieht das so viel schöner aus. Sieht alles so trostlos aus. Furchtbar. Also ich bin ja ein Mensch der schönen Aussicht, ne? Mein Beruf bringt das halt mit sich. So Sonnenaufgang über den Kasseler Bergen oder so, richtig schön. Aber das hier ist... Nee. Es reicht doch, dass es bei uns wirklich schneit und arschkalt ist. Dann brauche ich das im Spiel nicht auch noch. Ah, so, er hat irgendwas von Weiche gesagt. Das dauert aber doch noch ein ganzes Stück. XX wissen. Einfach abwarten. Na, scheint aber ganz gut zu funktionieren hier. Wir geben uns Mühe. Geradeaus, links. Aus rechts links. Ah, das sollte man sich merken können.
Naja, gut. Wir mal ein bisschen runterfahren. Wir fahren anscheinend leicht bergab. Bisschen Sprit sparen. Wir sind auch gleich an der Weiche, die hoffentlich richtig gestellt ist. Ja, ich habe momentan so ein bisschen Panik immer davor, dass diese Weichen falsch gestellt sind. Weil man zum Beispiel bei den ganzen Oil-Geschichten, wenn man mit Topspeed in so ein... Oder wenn man zu dolle, Topspeed braucht man nicht mal, wenn man zu dolle in so einen Ölwaggon reinknackt, fliegt da tatsächlich alles in die Luft. Gibt's keine Ahnung, wie viele Videos davon. Das ist. Ja, doch. Nein, brauche ich nicht. So, die Weiche ist richtig gestellt. Irgendwo rechts geht's. Wo geht's rechts hin? Zu dem Ölding, ne? Oder? Ach nee, zu der Goods Factory Town. Wo ich auch noch nicht ganz schlau draus geworden bin, weil... Also man muss wahrscheinlich hier drunter durchfahren, das ist richtig, aber hört dann das Gleis da auf? Oder kann man da irgendwie... Das müsste man sich irgendwie mal angucken. Da hinten ist die Brücke. Sehr schön. Oh, guck mal, eine Burg. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Nun gut. Weiter geht's. Was muss ich gesagt? Links rum, ne? Ja. Nein. Ja, so, links rum. Oh Gott, wir fahren 40. Das ist ja... für alle, die es halt noch nicht mitgekriegt haben, ich steuere die Züge meistens über die F-Tasten. Das ist mittlerweile so drin. Man kann auch alle Schalter so steuern, über direkt anklicken. Aber ich habe mir das über die F-Tasten so angewohnt, weil es kann ja in manchen Situationen echt den Hintern retten und irgendwann macht man das dann automatisch. Auch wenn man die Mechanik an sich, dass man hier alles selber steuern kann, so punktgenau, finde ich ziemlich cool. Ist aber nicht immer hilfreich. Und in manchen Situationen kann man sich damit selber richtig den Hintern retten. So. Das hätten wir geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt. Geschwindigkeit gleichbleibend, 60. Und der Sprit, halb leer. Man gönnt sich ja sonst nichts. Dann würde ich sagen, wenn wir noch mal ein bisschen das Tempo 60 plus 1,4, meine kleine liebe Lok, gib mal Gas. Das wird jetzt übel. Plus 1,4 ist nicht zu verkennen. Wir haben die Drehzahl doch erhöht. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Jeder kennt sie, die kleine Geschichte. Die Geschichte von der kleinen Lok, so rum. Da muss ich immer... Wie hieß denn der Film? Wie hieß denn der Film mit diesem knallharten Ausbilder, der die Kinder ausbildet? Der Drill Sergeant. Es ist ein Kinderfilm auf jeden Fall. Aber der irgendwie so ein in Amerika so ein Sergeant, der da Drill Instructor ist und total knallhart und dann dazu auserkoren wird, Kinder zu drillen. Ach, wie heißt denn dieser Film? Auf jeden Fall, in diesem Film erzählt er halt auch diese Geschichte und wandelt die aber so ein bisschen um in etwas makabere Auswüchse. Das ist ziemlich lustig.
Aber mir fällt der Name ums Verrecken gerade nicht ein. Kann ich aber auf jeden Fall empfehlen, den Film. Also ist auch schon ziemlich alt. So, jetzt werden wir langsam ein bisschen warm. Nehmen wir mal Tempo ein bisschen raus. Die Weiche ist falsch gestellt, falsch gestellt. Oh, Kacke. 30. Hätte sich denn den Rotz einfallen lassen? Falschen Knopf. Da habe ich die Bremse zu doll angezogen. Kann passieren. Motorleistung hoch. Funktioniert das mit dem Hochpumpen auch schneller? Komm schon, öffne die Bremsen. Öffne die Bremsen. Nein! Nein! Ja, ich weiß, du bist zu warm. Das Quietschen war durchdrehende. Ah, oh, das wird teuer. Das ist immer teuer. Wenn die durchdrehen, dann Heiland, Kruzitürken, das wird teuer. Ja, du bist warm, ich weiß. Wissen wir alle. Heul nicht rum. So, die Weiche ist richtig gestellt. Jetzt geht's bergab. Mit minus 1,9. Ich hoffe, wir haben genug Bremskraft dafür. Da. Hier ist 40. Wir haben ja einmal hier die komplette Zugbremse, Luftdruck basiert, und dann haben wir einmal die Direktbremse vom Zug. Also da bremst halt nur die Lokomotive. Ist tatsächlich manchmal sehr praktisch. Ah, Moment, wir müssen mal kurz hier. Ich habe jetzt kurz geäfft, weil bei meinem Talent ich fall vom Zug. So. Damit die Druckluft schneller wieder aufgebaut wird. Mal eben die zweite Lok anschmeißen. Was haben wir hier? 30. Nächste Tempoanzeige. Dieser Pfeil nach oben bedeutet, oder diese weiße Pfeil nach oben bedeutet, dass die nächste Tempoanzeige höher ist. So, Sprit sagt ist okay, Hitze sagt ist mittlerweile auch okay, Tempo sagt ich bin zu schnell. Und da ist, glaube ich, unser Ziel. Nicht entgleisen. Liebe Waggons. Ganz liebe Waggons. Oh, oh, oh. So, jetzt noch mal ganz schnell hier Lucky Lucky machen. Wenn wir reinkommen, geradeaus, geradeaus, zweimal geradeaus und dann geradeaus, dreimal geradeaus, rechts, links. Also dreimal geradeaus, rechts, links. Das müssten wir ja hinbekommen. Noch mal hier die Bremse betätigen. Seht ihr, das meine ich, wenn hier ein bisschen mehr Leben wäre, mal so ein paar fahrende Autos oder ein paar rumlaufende Manikicken, stört doch keinen. Sie haben es im LS doch auch hingekriegt. So, da vorne kommt die erste Weiche.
einmal geradeaus. Was ist hier los? Zweimal geradeaus. Dreimal geradeaus. Dann rechts und dann links. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Mehr oder weniger. So, ich habe keine Ahnung, wo hier das Stationsgebäude ist. Müssen wir mal schauen. Ah, nehmen wir das da. Bis wir ein anderes gefunden haben. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ich will den Zeitbonus haben. Und zack. Lauf, Forrest, lauf! So, Daumen drücken. Zeitbonus. Ich komme. Sehr schön. Wie viel kriegen wir? Na, 3000 für Zeitbonus bekommen. Das ist eigentlich ganz cool. Wallet. Was habe ich jetzt kaputt gemacht? 3 ist Wallet. Okay. Station Map. Ah ja, die World Map habe ich ja im Zug gelassen. So, 22.000. Jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken. Hier die Fees, die muss ich aber zahlen. Also wir haben noch keine andere Lizenz. Das ist ganz praktisch. Zack. Dö. Freu. So, hier können wir mal eine Übersicht haben, wir, wo was wie produziert wird. Also der Wald liefert Holz an die Sägemühle und die liefert das an Goods Factory. Und die machen daraus Sachen und... Ich fühle mich wie in Factorio. So. Also. Das sind übrigens jetzt hier der Shunting-Auftrag. Unload and store a train with empty Simonon containers. Das ist sind die wir gerade gebracht haben. Ich hasse aber Shunting. So. Was haben wir hier? Leere. Können wir nicht nehmen, weil lang Shunting. Sortieren wir gleich mal aus hier. So, den könnten wir fahren. 9.196 Tonnen. Katzenfutter. Wir kommen doch gerade von Harbor Town, ne? Ja. Da könnten wir dann tatsächlich einfach hier geradeaus und dann hier runter. Was haben wir hier? Delivery Empty Containers und Goods Factory Town. Bringt aber nur 3000. Warum sind die Aufträge alle so Billobob schlecht bezahlt? Was haben wir hier? 24.000, aber dafür brauchen wir Long 1, die haben wir noch nicht. Gut, dann würde ich einfach mal behaupten, nein. Der hier ist unser Favorit mit 9000. Geht zwar wieder zurück zum Harbor, aber man gönnt sich ja sonst nichts. So. Erstmal holen wir uns jetzt unsere Karte. Ich hoffe, die ist jetzt durch die Bezahlung der Wartung nicht weg.
wäre blöd. Nein, ups. Ich wollte mich nicht porten, ich wollte dich aufheben. Radio Stations. Station? Station? Okay, machen wir einfach hier hin. So. Wir haben jetzt hier unsere Station Map und da war aufgeführt. Wir haben hier einen Store auf Gleis B. Oder unter Gleis B. Und ich würde sagen, da gehen wir gleich mal gucken, weil es gibt ja in den verschiedenen Stores verschiedene Items, die man kaufen kann. So, blaues Gebäude. Da hinten. So, da porte ich jetzt aber mal ein bisschen. So, was gibt's hier Besonderes? Hier gibt es einen Schlüssel. Wofür brauche ich den Schlüssel? Was bist du? Shanta Quick Guide. Quick Guide. Schaufel. Feuerzeug. Old Bob's Garage Key. Aha. Hm. Zack. Zack. So. Dann bin ich ja mal gespannt. Old Bob's Garage Key. Das ist doch bestimmt hier, ob das das rote Gebäude ist? Das würde mich jetzt tatsächlich ziemlich interessieren, ob das unser rotes Map-Gebäude ist. Und vor allen Dingen, was da drin ist. Normalerweise so ein Schlüssel, das ist, schließt ja irgendwas Wichtiges weg. So, so, ja, das sind unsere. Wenn ich jetzt draufklicke und not in a locomotive, okay. Und was ist, wenn ich hier oben mich hinporten will? Die sind ja miteinander verbunden, ne? Wenn ich die jetzt hier... Ob ich mich mit beiden Loks porten kann? Das wäre eigentlich akzeptabel. Kann ich das auch hier? 6000. Home. Ja, müsste man mal irgendwie herausfinden, was das so ist. Old Bob Garage. Naja, vielleicht wisst ihr das ja. Und könnt das mir gerne unten in die Comments klatschen. Oder jetzt hier im Chat schreiben. Ich bin euch auf jeden Fall dann sehr zu Dank verpflichtet. Und wir gucken uns jetzt mal an hier. FH39, das ist unser Katzenfutter. 196 Tonnen. Naja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal kurz die World Map an. Wir wollen ja wieder zurück zum Hafen. Und ich würde sagen, wir nehmen dann mal die andere Route, damit wir mal irgendwo langfahren, wo wir noch nicht waren. Das habe ich jetzt natürlich sehr intelligent hingekriegt. Gibt es hier irgendwo ein leeres Gleis? Ja, das hier. Upsa. Thank you.
Was hat er denn? Warum fährt er denn nicht los? Achso. Hä? Lass mich raten, der ist hier hinten auch noch angezogen. Korrekt. Dann funktioniert das natürlich nicht. Da müssen wir was gegen unternehmen. Ach ja. So, damit ist das Käffchen auch leer. Eine kurze Trauersekunde für die leere Tasse. Würdest du? Okay. Ach ja, was würde ich mir wünschen, dass es noch ein paar andere Lokomotiven geben würde? Keine Drehscheibe und das sind die einzigen Loks, die hier rumstehen? Das ist schon irgendwie traurig. Keine Dampflok, nö. Okay. So, Bremse anziehen. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen stümperhaft weit gefahren, aber das ist nicht ganz so schlimm. Neutral. Zack. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich die Loks ja, mit ihren Hintern aneinander kuppel, sag ich mal. Das finde ich persönlich sehr praktisch. Sieht von außen tatsächlich auch besser aus, weil hier vorne die Scheibe nach vorne abgeneigt ist. Als wie wenn man sie im Prinzip in die gleiche Fahrtrichtung hintereinander kuppelt. Ist natürlich jetzt meine bescheidene Ansicht, ne? Kann ja jeder sehen, wie er möchte. Bin ich doof? Ich habe da doch Waggons hingestellt. Warum ist das Gleis jetzt leer? Oder habe ich die einfach gerade nur nicht gesehen? Ah ne, habe ich einfach noch nicht gesehen, weil ich die so weit vorne habe stehen lassen. Es ging um lebenswichtige Minuten, Sekunden. Kann man halt nicht so weit ins Gleis fahren. Neutral. Bremse lösen. Und wieder zurück. Zack. F5. F2. Und auf geht's. So. Jetzt mit Gefühl, meine Freunde, mit Gefühl. Okay, das war zu viel Gefühl. Zack. Zuerst hart, dann weich.
und dann ist alles in Ordnung. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Schade. So. Wir fahren jetzt Katzenfutter zum Hafen. Beziehungsweise, das werden wir beim nächsten Mal machen. Ich werde jetzt den Auftrag einlösen, weil das habt ihr jetzt vorhin nicht gesehen, aber als ich gestartet habe, war der Auftrag aus meinem Inventar verschwunden und dann ist das immer so ein bisschen schwierig. Das Risiko ist mir ein bisschen zu hoch, dass der Auftrag dann weg ist, dann habe ich ganz umsonst alles angekuppelt. Das heißt, wir laden jetzt den, also nehmen jetzt den Auftrag an, wenn ich ihn finde, da. Zack. Und laufen zu unserer Lok. Aus Versehen Steam Overlay aufgemacht. Und werden dann hier erstmal speichern. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich versuche halt jetzt für das Spiel es immer so zu machen, dass wir so eineinhalb, zwei Aufträge, je nachdem wie es halt so läuft, zu machen und grob in dem Zeitfenster zu bleiben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und mir auf jeden Fall. Wenn ihr noch Tipps, Tricks oder sonstige Sachen habt, könntet ihr dann gerne in die Comments klatschen. Ihr wisst ja, das erscheint auch bei YouTube. Und ja, ich wünsche euch bis dato jetzt erstmal einen schönen Freitag. Ich werde mal gucken, was heute vielleicht sonst noch so kommt. Und bis dato würde ich sagen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und reingehauen.